noch mehr Kohlen. Wie, das war's? Echt jetzt? Der Amboss ist leer. Ein Amboss besteht aus Vollmaterial. Wie kann der leer sein, bitteschön? Und ein Stahl und zwei Holz. Macht so. Oh, ist sogar billiger um 3 Goldstücke. Beeindruckend. Kommst du da? Nein. Definitiv nicht. Definitiv nicht. Was ist das für ekliges Zeug? Ach ja, richtig. Das ist mein Gesicht. Ja. So ein Fass. Jetzt machen wir mal ein ordentliches Fass auf, Jung. Moment, kann ich das Ding schieben? Nein. Metall in Amboss ablegen. Guck mal, wie ich dieses Metall in einen Weg in Amboss aktivieren. Okay. So. Ablegen. Ablecken, erlegen meine ich. Ja, das hättest du gerne. Ja. Wer lässt sich nicht gerne von einer Frau das Gesicht ablecken? Ah, nein, geh da raus, geh da, geh da, da. So war das nicht geplant, du Idiot. Gut, jetzt geht das ganze Geld für die Säure schon mal in der Heilung drauf. In der Heilung. Krass Deutsch, Alter. Ich voll wie fett krass Deutsch, ey. Ich deutscher als Deutsch. Ich deutscher als Türke, Mann. Leitung anschließen. Ach ja, richtig, er kann ja klettern und an Wände hangeln, Decken. Er kann an Dächern klettern, an Decken. Geh raus, geh doch noch raus! Mann! Und noch mehr Geld für die Heilung. Ach. Leckt mich. So, jetzt hoffe ich mal, das Ganze funktioniert, sonst habe ich Probleme. Ach. Ach komm, spring halt! Ebenso, leck mich. Ein Säurefass für 10. Ich kann kein neues Fass kaufen. Okay, gehen wir ein paar Fässer kaufen, bauen. Hey, Moment. Fässer kosten doch auch... Nein! Spinnst du? Aber coole Animation. Erinnert mich ein bisschen an Siedler, an das Intro von Siedler 1. Weiß nicht, ob das hier noch jemand kennt. Aber Fässer kosten lustigerweise genauso viel wie das Stahl, das ich herstelle, das ich brauche, um Fässer herzustellen. Das heißt also, wenn man nur Fässer haben will und keine Bausätze, lohnt sich dieser Amboss überhaupt nicht. Toll, gut zu wissen. Ganz tolle Geschichte. Ja, egal. So, nächste Fass. Und noch ein Fass. Dann muss ich mal schauen, dass ich das Gold da unten noch rauskriege und dann da das Öl anbohr. Nein, 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 nein. Aber gut. Zu wissen, dass ich die Fässer nicht wieder kaufen kann. Ja. Wie er sich auch die schöne Schützle umzieht, ne?
Ach ja, herrlich. Gut. Kannst du auch Goldbahn schmieden? Alles klar, Gold schmieden, ne? Fass. Fass, Hasso, Fass! Ein Wasserfass. Nee, du sollst mir ein Bierfass bringen, dummer Hund. Und wir bauen noch ein Fass. Mach ja mal ordentlich ein Fass auf, du. Oh Mann. Einen schlechten Witze, ne? Ich habe ein Fass ohne Boden voller schlechte Witze. Da habe ich selbst den Boden weggeschnitten. Ja. Brauch noch mehr Fässer. Was? So. Ach, komm schon. Was bringt es überhaupt, ein Fundament zu bauen? Neun. Und ich habe mehr Geld als vorher. Auch gut. Auch wenn es sich nicht wirklich gelohnt hat, aber darum geht es ja nicht. Es geht darum, dass die Säure weg ist. Können wir noch ein bisschen mehr abbauen? Gut, jetzt haben wir das Minimum erreicht, würde ich fast mal sagen. Was wir an Säure abbauen können. Ich glaube, jetzt habe ich noch so. Scheiße, es ist ein anderer Fass noch minimal gefüllt, ne? Hätte ich 10 statt 9, ach egal. So, legen wir da rein. Denn das schwarze Gold wollen wir ja auch noch haben, ne? Also, die Kohle. Schwarze Gold, Kohle, statt Öl kapiert. Ja. Und es ist damit genau 8 wert. Das kann ich mir auch sparen. So, das, wenn ich jetzt wegschmeiße, wird es leer, glaube ich. Boing. So, jetzt ist es leer. Oder? Ist es jetzt leer? Nee. Na. Moment, jetzt nicht die falsche Taste drücken. Jetzt müsste es leer sein. Leerer wird's nicht. Wo ist die Säure hingelaufen? Egal. Sie ist weg. Was will ich denn mehr? Darauf will ich zum Beispiel noch. Gut. Es läuft noch viel schlimmer als geplant. Ja, da kaufen wir nochmal 5 ein und das haben wir schon. Aktivieren. Wir bauen erst doch ein Fass, dann. Nee, nicht Metallbrücke. Klar, Metallbrücke, spinnst wohl. Scheiße, der Blitz kann meine Brücken zerstören, ne? Fuck. Dann habe ich ja nicht gedacht. Müsste ich da und da noch einen hinstellen, Turm. Und mitten in der Luft. So, jetzt legen wir die einfach mal wieder vor die Haustür, wenn es draußen blitzt und so und jetzt einen Blitz anschlagen kann und es alle töten kann! Töten! 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 Ja, egal. Ist nicht so wichtig. Junge, das sind meine Türme. Ich habe einen Goldklumpen, ein, zwei oder drei habe ich jetzt freigesprengt. Sehr toll. Sehr schön. Genau wie geplant läuft es. Genau wie geplant. Aber exakt wie geplant. Ich habe nicht den geringsten Fehler in meinen Berechnungen. Die sind nahezu perfekt. Also nahezu, ne? Heißt bei mir perfekt. Yeah. Ein dreifacher Rückwärtssaldo sieht immer wieder cool aus.
Und ich kann nach oben springen. Hey, ich bin Gott. Ich bin Ralph. Ich bin eine Ente. Streichen wir das letzte und ersetzen es durch ein Schnitzel-Sandwich. Ich kann mich selbst essen. Lecker. Gar köstlich. Ich stelle gerade fest, dass ich sehr ungünstig gesprengt habe. Weil ich dann hier auch wieder. Schön, schön, schön. Ist es nicht schön? So, jetzt brauche ich ein Goldklumpen zur Regenerierung, ein Goldklumpen für den Sprengsatz und ein Goldklumpen darf ich behalten. Ist es nicht schön? Nee, ist es nicht. Bei näherer Überlegung. Darf ich jetzt keine falsche Tastenkombination drücken? Sonst habe ich nämlich ein Problem. Ein explosives Problem. So, rüber damit mal. Und dann grab ich hier. Und du fliegst doch da rüber. Ist das ein Zapnest? Das ist ein Zapnest, oder? Zapnest, die man auch nicht sprengen kann. Deswegen sammle ich dich auf und entschärfe dich. Na. Stell sie die Frage, will ich dieses Spiel überhaupt battlen? Will ich das wirklich battlen? Ich glaube fast nicht. Vor allem, wie lange ich brauchen werde, überhaupt die Basis aufzubauen, oder... Ich greife einfach an mit meinem einen Klunken. Überraschungsangriff, ich rasche euch alle weg. Ich feg euch vom Platz, ihr Anfänger. Oh, tschüss, Zapnest. Wir wollen keine Zapnester in unseren Häusern. Wir können Typen, die Typen nicht leiden können, weil sie Typen nicht leiden können, nicht leiden. Ist das klar? Können keine Ausländer leiden, ja? Wir können keine Leute, die keine Ausländer leiden können, leiden. So, jetzt muss ich hier ganz sorgfältig Grabungen vornehmen. Ich kann ja auch nichts fallen lassen. Ne? Ach, so geht's. Nein! Ich verkeil mich da mal besser nicht drin. Ich keil mich da voll rein. Ich will einen Keil zwischen euch treiben. Ich will es mit dir treiben. Ja. Muss ich nur hier nochmal raufkommen? Sehr schön. Nein! Sollst du doch springen? Spring! Nein! Och. Doch nicht so! Nein! Nein! Och, leck mich. Ich hab's gleich. Kann sich nur noch um Stunden handeln. 2 Wochen später. So, so komme ich zwar auch nicht wieder rauf, aber ich habe zumindest einen theoretischen Versuch unternommen, dass ich da raufkomme. Ich bin mal gespannt, was ich als nächstes für ein Symbol da oben bekomme. Hö. CN Chuck Norris. Nein, das wäre noch ein Titel. Hö. Wasserfass? Moment. Gehst du weg? Wann habe ich das bitte schon gefüllt? Tschüss. Was soll denn der Schrott?
Und da unten das Kristall sehe ich gerade. Ich weiß zwar nicht, was ich damit anfangen soll, aber es ist Kristall da. So, apropos Kristall. Ich kann wieder Stahl kaufen. Stahlwerke haben auch schon mal schneller geproduziert. Egal, Fass. Fass hast du, Fass! Fass, Fass, Fass! Ich nehme meinen Hund Fass und dann sage ich Fass, Fass, Fass. Fass, Fass. Stell dich tot, Hund! Wieso kann ich die wieder kaufen, bitteschön? Die kann ich wieder kaufen, meine Fässer nicht. Na, leck mich. ...25 ist Maximum, ne? Enthält Öl! Ach, nee! Jetzt echt! Ohne Scheiß? Nee, kaufen will ich. Nein! Kein Metall! Wir werden alle sterben! Sterben! Soll ich vielleicht besser nicht da reinfallen? Zu spät! Da geht's tief nach unten. Obwohl, so tief ist es auch wieder nicht. Man könnte fast schon sagen, es läuft gut. Psch, tot. Oh. Speichern. Ob ich dem was wieder rausbekomme, ist gerade eine andere Frage. Legen wir gleich zwei raus. Sicher ist sicher. Und ich weiß nicht, ob ich diese kleinen Brocken auch noch absprengen muss oder nicht. Ich muss mich auf jeden Fall noch da durchsprengen. Oder da könnte ich noch wegen Eisen mitnehmen, aber ich bräuchte wahrscheinlich mehr Sprengungen. Sprengen wir uns erstmal da durch. Habe ich gerade so entschlossen. Ich bin unentschlossen, ob ich jetzt B oder entschlossen sag. Das ist wie unsere Nachbarin. Die konnte sich auch nicht entscheiden, hat sie dann am Schluss erschossen. Gott. Wann haben meine Witze aufgehört, lustig zu sein? Mal überlegen, also vor über einem Jahr habe ich mein erstes Let's Play aufgenommen. Dann ist das jetzt ungefähr... Vor so ungefähr 23 Jahren. Toll. Aber wisst ihr was? Je öfter ihr euren schlechten Witz, der nicht lustig ist, wiederholt, desto lustiger wird er. Nein, nicht wirklich. Aber hey, man kann auch mit unlustigen Witzen ganze Olympiastadien füllen. Also zumindest sollen es schon Leute geschafft haben, die total unlustig sind. Deren Witze haben auch einen Bart. Zwinker, zwinker. Nein, das war jetzt zu eindeutig. Vergesst das mit dem Bart. Das ist zu eindeutig. Das könnten sogar meine Abonnenten verstehen. Nein. Unwahrscheinlich. So, und wir klettern. Ach ja. Oh ja. Oh Gott, ja, das ist. Oh ja. Da stehe ich drauf, wenn du sowas machst. Ich liebe das. Ey, nicht da runter, da. Jawohl, wir wollen rückwärts darauf springen, genau. Nee, nicht kaufen. Komm, leg doch gleich alles vor die Tür. Mach ich auch immer. Ich lege auch immer alles vor die Haustür. Senfgläser, Mayonnaise, Drogen. Wenn ich das so werf. Ich werf's einfach mal. Hey, es hat einen Goldklumpen freigesprengt. Hat sich schon gelohnt. Ich bin total effizient.
Ich spreng Goldklumpen für Goldklumpen frei. Ich brauch Stahl. Deutschen Stahl. Kruppstahl. Hart wie Kruppstahl. Hart. Sollst du meine Magiertürme einschlagen, du Vollidiot? Du selten dämlicher Blitz. Hast du denn kein GPS oder was? Echt mal. 127 Einheiten festes Gold. Und 11 Goldstücke. Hm. Und wie viel ist es jetzt? 127 Einheiten festes. Aha. Schön, dass es nicht weniger wird, oder mache ich irgendwas falsch? Egal. Nicht fragen, spielen. Spiel das Spiel mit dem Krokodil. Ja. Wollte ich euch nur mal gesagt haben. Sollte man auch mal erwähnt haben, ne? Ein Goldfitzelchen hält mich davon ab. Was ist nur da drüben, der Blitz? Du sollst immer nicht Magier... Türme einschlagen, verdammt! Donnerkeil nochmal. La 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 la. Ah, es ist weniger Gold geworden, okay. Dann ist ja alles in Ordnung. Alles im rot-roten Bereich. Nee, kaufen. So, wir bauen jetzt noch ein Fass. Mach jetzt noch ein Fass auf. Hahaha, dann ist auch schon der Schluss für heute. Endlich! Scheißspiel! Ich hasse es. Ist wie Dämon, wie Delfino, der ist auch voll scheiße. Dämon auch, ja. Macht keinen Unterschied. Also Spaß diese. 15, 17, 19, 21, 22, 24, 25, tschüss. Jetzt hat der Höchstbietende gewinnt. So, ich speichere nochmal und ja. Also, das war's für heute mit Klunk in der Klunk, französisches Wort. Ich hoffe, ihr hattet genauso wenig Spaß wie ich, ihr Arschlöcher. Ja, das war's. Und ich warte noch, bis ich 22 habe. Und ja, also wie gesagt, das war's. Und ich sag jetzt gleich, jetzt sage ich auf Wiedersehen.